Meditiere über das Selbst, wieder und wieder. Kommentar zum 525. Vers von Viveka Chudamani. Shankara schreibt: O du große Seele, o Edler, indem du überall das Selbst siehst, dich als nicht-duales Selbst kontemplierst, nutze deine Zeit, um die Freude des Selbst zu genießen. Hier will Shankara uns auffordern, immer wieder, denke nach über das Selbst und über das Brahman, immer wieder. Ja, ich weiß, er wiederholt sich, aber die Wiederholungen sind notwendig, wir müssen uns immer wieder dran erinnern. Nicht umsonst werden ja auch die Werbeanzeigen wieder und wieder geschaltet. Nicht umsonst gibt es die gleichen Plakate und die gleichen Slogans wieder und wieder. Man muss erinnert werden. Und auch vieles andere erinnert dich. Aber vor allen Dingen, diese Hörsendung, dieser Podcast, diese Rezitationen der Verse des Viveka Chudamani sollen dich immer wieder erinnern und immer wieder ermutigen. Denke nach über deine wahre Natur. Du bist das unsterbliche Selbst, der Atman. Handle daraus. Denke darüber nach. Verwirkliche es. Wieder und wieder. Und es gibt nicht nur die große Meditation. Natürlich ist es sehr, sehr wichtig, dass du jeden Tag meditierst. Und auch wenn du zum Beispiel die Mantra-Meditation übst, auch während der Mantra-Meditation ein paar Momente halte inne, geh tief nach innen, erfahre dein Selbst. Ein Moment halte inne und werde dir bewusst, was du wahrnimmst. Dann löse dich vom Wahrnehmbaren und gehe nach innen, du bist das Selbst. Wenn du Asanas übst, zwischendurch bleibe einen Moment in der Stellung, geh tief nach innen, spüre, da ist der Körper, er ist in der Asana, spüre den Atem, er läuft ab, fühle vielleicht das Prana, die Lebensenergien, aber dann sei dir bewusst, ich bin das unsterbliche Selbst, der Atman. Ich bin der, der alles wahrnimmt. Genieße die Freude des Selbst. Wenn du Pranayama übst, ja, achte darauf, dass du bei Kapalabhati feste ein- und ausatmest. Schicke dein Prana in die verschiedenen Körperregionen oder die verschiedenen Chakras. Wiederhole Mantras oder Affirmationen. Aber zwischendurch halte auch inne und spüre die Freude des Selbst. Wenn du Mantras singst, singe die Mantras mit Enthusiasmus, denke an Gott, bitte Gott um Hilfe, spüre dein Herz. Und zwischendurch halte inne, spüre die Freude des Selbst. Wenn du mit anderen sprichst, sprich mit anderen, überlege, wie du klug mehr auf sie eingehen kannst, höre ihnen zu, sage deine Punkte gut, aber zwischendurch stelle Herz-für-Herz-Verbindung her, spüre das Selbst in dem anderen und in dir. Wenn du deine Arbeit tust, Computerarbeit, Haushaltarbeit, wenn du putzt oder wenn du dich um Patienten kümmerst, tue das. Zwischendurch, vielleicht bei Wartezeiten, zwischendurch, zwischen zwei Handlungen. Gehe einen Moment nach innen, spüre das Selbst. Gehe nach innen, spüre das Selbst. Dehne deine Bewusstheit aus, spüre das Selbst. Mache Herzensverbindung mit einem Mensch, mit mehreren Menschen, mit der Natur. Spüre das Selbst. Immer wieder. Die Erfahrung des Selbst ist nicht nur, wenn du mal im Ashram bist. Da natürlich im besonderen Maße. Aber sie ist auch im Alltag. Zum Beispiel jetzt.